Get ready for a cleaner Danube ist das Motto für den diesjährigen Danube Day. Wir haben in Österreich schon sehr viel erreicht, um die Donau noch sauberer zu machen. Aber es ist unsere gemeinsame Verantwortung entlang der Donau. Und die Donau ist ja der internationalste Fluss der Welt mit 19 Anrainerstaaten, 10 Ländern, durch die die Donau direkt fließt. Und es ist unsere gemeinsame Verantwortung und Herausforderung, die Donau noch sauberer zu machen. Da geht es um Abwasserreinigung, aber es geht auch darum, dass kein Plastik in die Donau kommt, weil das letztlich in der Nahrungsmittelkette im Meer, in den Flüssen, in den Ozeanen landet. Das ist unsere gemeinsame Anstrengung und das Motto in diesem Jahr. Gemeinsam mit unserem Partnerland Slowakei in diesem Jahr sind wir dabei, die Anstrengungen noch zu verstärken. In diesem Sinne alles Gute für eine noch reinere Donau. Wichtig ist die Donau, speziell auch für die Wasserversorger. Und zu diesem Zweck sind wir natürlich in Verbindung mit den meisten Wasserwerken, großen Wasserwerken an der Donau und tauschen unsere Erfahrungen aus. Wir vermitteln Kompetenzen und das sieht man auch an der Wasserqualität mittlerweile entlang der ganzen Donau. Unsere Aufgabe ist es, darauf zu schauen, dass die Donau dieses einmalige Flusssystem auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt. Für die Menschen, die am Fluss leben und dort Erholung finden, für die Unternehmen, die die Donau als Verkehrsweg nutzen, als Stromerzeuger und natürlich als Naturjuwel. Das sind wir denen, die nach uns kommen, schuldig.